Und jetzt bitte ich zu uns auf die Bühne den DFL-Präsidenten, Dr. Reinhard Rauball. Herzlich willkommen. Hallo, Herr Dr. Rauball. Die Bundesliga, wir haben es ja schon besprochen, ist bereits in die Rückserie gestartet. Danach folgt die WM in Russland. Erwarten Sie aus deutscher Sicht ein großes Fußballjahr? Ja, allen Unkenrufen zum Trotz gehe ich davon aus, dass wir in der zweiten Hälfte der Saison 17-18 sowohl in der Bundesliga als auch in der zweiten Bundesliga spannende Spiele und Highlights erleben werden. Ich gehe natürlich davon aus, dass gerade im Sommer unsere Nationalmannschaft in Russland reüssieren wird, sich dort stellen wird, einer international sehr starken Konkurrenz, was man nicht vergessen darf. Aber wir sind Titelverteidiger, wir haben den Confed Cup zusätzlich noch gewonnen und ich weiß gar nicht, wann die Nationalmannschaft überhaupt das letzte Spiel verloren hat. Daraus erwächst natürlich aus der Sicht der Fachleute im In- und Ausland der Satz, Deutschland ist Favorit. Und ich persönlich sage, Deutschland ist einer der Favoriten. Nicht nur beim WM-Sieg 2014, sondern über viele Jahre hinweg hat Philipp Lahm eine sehr prägende Rolle im deutschen Fußball gespielt. Wie haben Sie ihn erlebt in all dieser Zeit? Philipp Lahm ist ein toller Fußballer gewesen über ein ganzes Jahrzehnt hinweg. Er ist ein Spieler gewesen, der eine Mannschaft mitreißen kann. Er ist ein Leader. Er ist von der Qualität her so, wie man sich eigentlich einen internationalen Fußballstar wünscht. Und das, was er geleistet hat, ist hoch anzuerkennen. Und die vielen Meisterschaften, die vielen Pokale, die vielen, nicht viele sind es nicht, aber das Champions League-Finale immerhin und dann in Rio dann auch den World Cup in den Händen als erster zu halten, nämlich als Mannschaftskapitän, das ist schon was ganz Großartiges. Wenn ich etwas Kritik üben darf, mir persönlich gegenüber hat er viel zu häufig die Hände ausgestreckt. Nach der Schale. Er ist heute bei uns zu Gast, der neue Ehrenspielführer der deutschen Fußballnationalmannschaft und Botschafter der EM-Bewerbung 2024. Begrüßen Sie ganz herzlich Philipp Lahm. Hallo, Philipp. Nehmen Sie sich die Kritik zu Herzen? Selbstverständlich. Also Herr Reinhard hat immer zu mir gesagt, bei der Meisterschale ist es nur für ein Jahr ausgeliehen. Das hat er halt die letzten 5 Jahre dann gemacht. Ja, also. Ja. Es gibt ja auch Dauerleihgaben. Eine dauerhafte Leihe zuletzt. Ich habe Ehrenspielführer der Nationalmannschaft. Das bedeutet, Philipp, Sie stehen auf einer Stufe mit Legenden wie Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann. Wie klingt für Sie selber der Name Philipp Lahm in dieser Reihe? Darüber habe ich mir nie wirklich Gedanken gemacht. Also ich habe mir eher über die anderen Spieler Gedanken gemacht. Und da muss man sagen, das sind großartige Persönlichkeiten mit einem unglaublichen Engagement auch im Fußball. Und das ist eine große Ehre, mit ihnen in einer Reihe zu stehen. Und ich glaube, jeder kann sich vorstellen, was es für mich bedeutet, in einer Reihe mit diesen Namen genannt zu werden. Also wirklich was Besonderes. Aber ich glaube auch, dass es dann eine Aufgabe gibt, einfach oder dem Fußball dankbar natürlich zu sein, aber auch eine Verantwortung gegenüber dem Fußball. Philipp Lahm hat, wir haben es schon angesprochen, die Weltmeisterschaft gewonnen. Er ist Champions League-Sieger, er ist 8-mal deutscher Meister und das sind nur die Highlights. Es ist eine außergewöhnliche Karriere in der Nationalmannschaft und auch im Verein. In ein paar Wochen, ein paar Monaten, vielleicht auch in erst ein paar Jahren, werde ich zurückblicken und werde das ein oder andere mit Sicherheit vermissen.113 Länderspiele, immer in der Startelf. Was bedeutet Ihnen das?
ist was Schönes. Also alles andere, glaube ich, kann man locker brechen. Ja. 113 Länderspiele von Anfang an ist doch was Schönes. Also es ist ein schönes Gefühl, wenn man immer am Anfang, wenn der Anpfiff erklimmt, auf dem Spielfeld stand. Also für mich wirklich was Herrliches. Und wenn man dann die 10 Jahre Nationalmannschaft zurückblickt auf die 10 Jahre, dann wirklich von 2004 ab Vorrunde ausgeschieden bis zum größten Erfolg, eben den Weltmeistertitel, für mich eine unglaubliche Zeit mit all den Leuten, also es sind ja nicht nur immer so Spieler oder Trainer, sondern auch das Team hinter dem Team sozusagen, und das war für mich immer was ganz Besonderes, für die Nationalmannschaft auflaufen zu dürfen. Das erste Tor übrigens gegen Rumänien beim 1:5, kann man sich heute auch nicht mehr wirklich vorstellen. Sie haben jetzt schon ein bisschen Abstand zur Karriere. Hat sich der Blick, die Perspektive schon verändert? Haben Sie schon realisiert, was Sie erreicht haben? Ja, der Blick verändert sich definitiv, klar, weil ich mit ein bisschen mehr Abstand die Spiele auch anschaue. Und wenn ich jetzt auf das Jahr auch wieder blicke, also die letzte Weltmeisterschaft, die ich erlebt habe vorm Fernseher, war 2002, Deutschland kam auch ins Finale damals. Und jetzt, da freut man sich, also man blickt zurück auf die, was man erlebt hat, aber ich habe auch in den letzten Monaten so ein bisschen zurückgeblickt zu der Zeit vor meiner Karriere, eben 2002, als ich das mit Freunden vorm Fernseher verfolgt habe, das Turnier, das war was Besonderes, und deswegen freue ich mich auch, vielleicht werde ich vor Ort sein dann sogar in Russland, aber auch mal wieder mit Freunden zu Hause zu schauen. Ich glaube, das zeichnet den Fußball aus, dass man sich trifft, dass sich viele verschiedene Kulturen, Menschen aus verschiedenen Ländern treffen, zusammen Fußball anschaut. So habe ich den Fußball immer erlebt und war für mich genau deshalb auch was ganz Besonderes. Sie haben 385 Mal in der Bundesliga gespielt, nie im Ausland. Was macht die Bundesliga für Sie aus? Heimat. Für mich ganz klar Heimat. Die Bundesliga ist für mich sensationell, natürlich mit den Stadien, Infrastruktur, Organisation, alles top, aber ich finde, wenn man, so wie ich, in Deutschland aufwächst, die Bundesliga vom Start weg miterlebt, dann ist man Teil, oder ich bin Kind der Bundesliga sozusagen, und das ist einfach was Besonderes. Und wenn man jetzt hier so rumschaut, viele Wegbegleiter, oder ich war Wegbegleiter von vielen hier auch, und das ist einfach was Schönes, so eine Gemeinschaft zu haben. Ich glaube, dass so eine starke Gemeinschaft dann auch immer eine Kraft auch nach außen hat, und deswegen für mich immer was Besonderes und Schönes, und für mich gab es keinen Grund, irgendwie das Land zu verlassen in Sachen Fußball. Philipp Lahm, Herr Rauber, ist Botschafter für die EM-Bewerbung 2024. Warum soll die EM nach Deutschland? Zunächst mal sind wir alle sehr froh, dass er diesem Wunsch stattgegeben hat und diese sehr schwierige Aufgabe und auch sehr wichtige Aufgabe wahrgenommen hat. Dazu herzlichen Dank, auch von Seiten der Liga. Warum? Ja, wir haben 1988 die letzte Europameisterschaft in Deutschland gehabt. Das ist lange her, das sind gute 3 Jahrzehnte. Ich glaube, dass der deutsche Fußball bewiesen hat durch seine Stärken, wir haben also nicht nur Schwächen, sondern auch durch seine Stärken eben gerade und durch seine internationale Präsenz, die im letzten Jahr natürlich zu wünschen übrig ließ, aber die über die Jahrzehnte hinweg doch großartig war, dass wir sportliche Schwerpunkte gesetzt haben, Highlights gesetzt haben, aber dass wir auch durch die Infrastruktur, die die Vereine zur Verfügung stellen oder zur Verfügung gestellt bekommen haben, und all das, was für eine internationale Großveranstaltung erforderlich ist, dass das gerade hier in Deutschland vorhanden ist. Und wenn ich an die Fans denke, ich glaube, die Wege zwischen den einzelnen 10 Spielorten, die dann ja dann eine Rolle spielen für die Fans, die dann wechseln, die Örtlichkeiten, ich glaube, das ist alles gut machbar über Bahn, über Auto, da braucht man kein Flugzeug zu nehmen, und deswegen ist Deutschland einfach mal wieder dran, und mich würde es natürlich freuen und wie alle anderen auch, wenn das klappen würde. Unterstützen die DFL und ihre Clubs den DFB bei den Bemühungen, die EM 2024 zu bekommen? Das ist ja überhaupt keine Frage bei dem Grundsatzbeschluss, ob sich Deutschland bewirbt für die Veranstaltung 2022, hat die Liga natürlich mit Ja gestimmt, ist ja völlig klar, und es gibt auch mir jedenfalls nicht bekannt, keinen Verein, der das nicht macht, und im Prinzip sind die Vereine ja auch so eine Art Gastgeber, weil in ihren Stadien gespielt wird, also bei denen in ihren eigenen Wohnzimmern, und deswegen die Liga steht voll und ganz dahinter, Herr Grindel, Herr Curtius, und Sie können mit einem klaren, festen Partner rechnen, wenn da Bedarf besteht, sind wir da.
Das ist gar keine Frage und deswegen würden wir uns natürlich auch freuen, wenn deine schwere Aufgabe dann auch von Erfolg gekrönt ist. Philipp, was war der entscheidende Grund für Sie, sich als Botschafter zu engagieren? Einmal würde ich sagen, ganz klar, dass ich, so wie alle hier wahrscheinlich, die WM 2006 im eigenen Land erlebt habe und wie schön die Wochen war, was sie dem Land auch bieten konnte, diese Weltmeisterschaft. Ich glaube, das ist Grundvoraussetzung. Ich habe immer noch die tollen Bilder einfach von einer absolut gelungenen Weltmeisterschaft im Kopf und die werden mich mein Leben lang begleiten und das ist ein Grund. Ich glaube, dass so eine Fußball-Weltmeisterschaft immer oder so ein Turnier im eigenen Land immer eine große Möglichkeit auch ist. Also ich weiß von meiner Mutter, die Jugendleiterin ist, wie viele Anmeldungen sie danach auch im Fußball wieder hat. Also man erreicht sehr, sehr viele junge Leute und ich glaube, da ist der Fußball einfach kann da wichtige Werte einfach transferieren, wie Fairplay, wie Respekt, Toleranz. Ich glaube, dass es einfach wichtig ist und im Fußball erreicht man viel oder sehr viele junge Leute und wenn die das gleich hautnah miterleben mit so einer Europameisterschaft im eigenen Land, glaube ich, ist das sehr, sehr wichtig. Wie sehr ist eigentlich die Mannschaft damals so getragen worden von dieser Atmosphäre 2006? Also ich meine, ich stelle mir das schon irgendwie wahnsinnig vor, wenn man mit dem Bus ins Stadion fährt und überall stehen Tausende von Menschen Spalier. Vor allem, es war ja ein neues Gefühl sozusagen. Also davor war es ja auch schon so ein bisschen bei den Turnieren vorher, dass natürlich die Fans die Daumen gedrückt haben oder so, aber es war eine unglaubliche Atmosphäre. Jeder hatte eine Fahne am Auto, in der Hand, wo auch immer. Also es war für uns Spieler, war es, weil natürlich die Vorbereitung auch nicht so wirklich gut war mit der Niederlage gegen Italien, das 4-1. Aber die Fans haben uns getragen, dann auch durch das Turnier. Und ich habe mit Xavi Alonso gesprochen, so was so seine schönste WM war. Er ist ja auch Weltmeister geworden, Europameister, aber er schwärmt auch immer noch von der Weltmeisterschaft in Deutschland, weil er gesagt hat, top organisiert, Infrastruktur, wie wir vorher gesagt haben, aber vor allem die Leute waren so gastfreundlich, weltoffen und ich glaube, das ist genau das, was Deutschland auch auszeichnet. Herr Raubal, die Entscheidung über die Vergabe fällt im September 2018. Wie bewerten Sie die deutschen Chancen? Ja, die Entscheidung fällt in der Tat im September dieses Jahres, aber wichtig ist jetzt zunächst mal Ende April, glaube ich, da müssen die gesamten Unterlagen eingereicht sein und wir sind nicht konkurrenzlos, wie Sie alle wissen, die Türkei ist ebenfalls ein Kandidat für die Veranstaltung in 2022, ein respektabler Konkurrent, muss man so sehen, auch wenn man mal über die Grenzen hinaus guckt und mal die Meinung einhört in den anderen UEFA-Ländern. Das ist beileibe kein Selbstläufer und weise ich auch gern darauf hin, ich weiß, dass Reinhard Grindel das auch immer sagt, da muss etwas getan werden und das Schlechteste, was man tun kann, glaube ich, ist, dass man die Fahne des Favoriten vor sich herträgt und sagt, wir sind Favorit in dieser Sache. Nein, sind wir nicht, wir müssen da hart arbeiten und müssen viele Leute überzeugen und dass das im Verbandswesen mitunter nicht ganz einfach ist, Herr Grindel, das haben Sie inzwischen auch schon mitbekommen. Im Sommer ist die WM in Russland, haben wir schon angedeutet. Welche Erwartungen haben Sie an diese Weltmeisterschaft? Ja, das habe ich ja gerade gesagt. Wir sind einer der Mitfavoriten. Das heißt, ich gehe davon aus, dass wir mindestens ins Halbfinale kommen werden und hoffe natürlich, dass es auch weitergeht. Das ist gar keine Frage. Ich darf ja wahrscheinlich in der Delegation sein und auch dort dabei sein, ganz in der Nähe, so wie zu deinen Zeiten auch immer. Das ist die eine Seite, das ist die sportliche Seite, aber es gibt auch eine sportpolitische und zwar sehr bedeutende Variante, die wir auch im Auge behalten müssen, denn wir haben im Zusammenhang mit 2018, also Russland, haben wir Probleme im Hinblick auf die Menschenrechte, was die Meinungsfreiheit, die Pressefreiheit anbelangt und wir haben das schwere Thema Doping noch immer im Raum. Ich bin allerdings jemand, der noch nicht so weit ist wie viele andere, insbesondere auch im Medienbereich, die jetzt schon sagen, der Fußball sei auch infiziert gewesen und sei überführt gewesen aufgrund einer Aussage des McLaren Reports. Nein, mich hat aufhorchen lassen, zwei Sportarten, Wintersportarten, die über ihre Disziplinarkommission die ursprünglich vorgesehene Sperre von zwei russischen Athleten einkassiert hat, und zwar mit den Worten, ich habe nicht gedacht, dass die Beweislage so dünn ist. Deswegen ich appelliere an alle, die damit
befasst sind. Erstens, audiator et altera pars, also gib auch dem anderen die Gelegenheit, sich juristisch und auch sonst zu erklären. Und das Zweite ist, die Beweise müssen stimmen und erst dann kann man sagen, auch der Fußball ist davon betroffen gewesen. Dieser Weg muss aber eingehalten werden und dafür plädiere ich sehr, dass alle, die nach Russland fahren mit dem Deutschen Fußballbund, dort trotzdem für die Grundrechte und für die Meinungsfreiheit eintreten und gegen Doping auftreten, ist ganz selbstverständlich. Aber für alle, die sagen, der Fußball muss viel mehr machen, der Fußball muss sich da bekennen und muss das tun. Ja, das tun wir, aber ich sage Ihnen auch gerne mal, wie das unterm Strich ausgeht. Bei der vorletzten Sitzung der FIFA habe ich mit Herrn Mutko gesprochen. Herr Mutko ist trotz seiner Degradierung immer noch nach Putin der zweitmächtigste Mann, jedenfalls im Fußball in Russland. Und wir haben immer bei den Tagungen immer einen guten Kontakt gehabt und ich habe ihn dann auch gefragt, ich sage, Herr Mutko, gibt es Möglichkeiten hinsichtlich der Menschenrechte etwas deutlich zu verbessern? Da hat er nur gesagt, in Russland werden alle Menschenrechte gewahrt, hat sich auf der Stelle umgedreht und ist abgehauen. Das ist der Alltag. Wollte ich darauf hinweisen, es ist ein ganz dickes Brett, was da gebohrt werden muss. Wir werden nicht nachlassen, Reinhard Grindel sowieso nicht, der ist in der Verantwortung dort im Council und wir aber auch alle nicht, die da im Zusammenhang in Russland dabei sein werden. Aber ich wollte das erzählen, um zu sagen, es ist sehr, sehr schwer und der Fußball hat eine gesellschaftliche Bedeutung, eine große gesamtgesellschaftliche Bedeutung. Er wird dies zunehmend immer mehr wahrnehmen. Er hat das schon getan bei den Vereinen, in den Verbänden und jeder Einzelne, auch du mit deiner Stiftung und viele andere, die heute hier sind mit ihren Stiftungen, wie ich weiß, das machen wir, aber in Russland in Richtung Menschenrechte etwas aus unserer Sicht zu tun, das wird sehr schwer werden. Aber wir werden es versuchen. Philipp, ist der erneute Titelgewinn, Titelverteidigung soll man nicht sagen, habe ich gelernt, möglich? Möglich auf jeden Fall. Also erstmal was braucht es denn? Auch das Wändchen Glück, wie man so schön sagt. Also das darf man nie außer Acht lassen. Nee, ich glaube, Jogi Löw hat immer geschafft, vor so einem Turnier die Kaderzusammenstellungen optimal auszuschöpfen. Plus, man hat immer ein Team drumherum, das top vorbereitet ist, oder die Spieler top vorbereitet. Und dann wird man sehen, für was es reicht. Aber also, ich würde es mir wünschen, wenn sie wieder mit dem WM-Titel nach Hause kommen. Das wird wieder einen Auftrieb geben, würde ich sagen, in Sachen Fußball. Also ich würde es mir wünschen und ich werde es mir entspannt am Fernseher, vielleicht auch vor Ort anschauen. Also ich werde so einen schönen Mix haben zu Hause. Also man muss sich das dann so vorstellen, dass Sie dann im Deutschland-Trikot und mit Chips und Bier oder Wein, wie auch immer, vor dem Fernseher sitzen und mitfiebern. Ich habe bei der Europameisterschaft letztes Jahr habe ich ein Bild geschickt, das war genau so, mit Trikot, sogar unterschrieben lassen noch von meinen Bayern-Kameraden damals noch, weil ich nicht alle Nationalspieler erwischt habe und ja, so werde ich es machen, aber so wie ich gesagt habe, wahrscheinlich werde ich auch das ein oder andere Mal vor Ort sein. Abschließende Frage, die mich persönlich besonders interessiert, auf welcher Position waren Sie eigentlich nach Ihrer Einschätzung am besten? Rechter Verteidiger, linker Verteidiger oder auf der Sechs? Ich würde sagen, als Rechtsverteidiger, wobei ich glaube, ich habe mich immer in Diensten der Mannschaft gestellt und so habe ich meine Aufgabe auch immer gesehen und ich glaube, zu jedem Moment war ich auf der Position einfach wertvoll für die Mannschaft. Das hoffe ich zumindest. Absolut. Lassen wir so stehen. Ganz herzliches Dankeschön an Dr. Rauwal, an Philipp Lahm. Gute Hand für die EM-Bewerbung 2024. Bitteschön. Dankeschön. Dankeschön, Herr Dr. Rauwal und Ihnen, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Interesse. Und jetzt die beiden Zauberworte. Guten Appetit, Dankeschön und viel Spaß. Gute Veranstaltung. Danke.